Und dann Moinsen zum Vorbericht mit Gast. Wir bekommen immer beides. Eins nur VfB und hier natürlich der Fokus auf den ersten FC Köln. Spiel am Sonntag, 15:30 in Köln. Mit einem Gast, der vielleicht ein gutes Omen ist. Wir haben ja noch im Kopf, was passiert ist nach unserem letzten Vorbericht. Der Wahnsinn mit dem 2:1 durch Endo am letzten Spieltag. Nämlich Jan Niklas, darf ich gerne mal kurz vorstellen. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Bin der Jan Niklas, bin 23 Jahre alt und komme aus Kreis Ahrweiler. Und bin seit 2010 FC-Fan und kommentiere hier auf YouTube hauptsächlich die FC-Spiele und freue mich natürlich, dass ich hier sein darf. Genau, und wir klappern natürlich ein paar Köln-Themen ab. Nummer 1 natürlich Modest, so ein bisschen deine Stellungnahme zum Wechsel und wie gut ihr ihn ersetzt bekommt. Also ich hatte mich ja wirklich, als das jetzt bekannt gegeben wurde oder auch schon als er sich das Interview im Trainingslager gegeben hatte, habe ich mich da ziemlich tierisch drüber aufgeregt. Ich glaube, da war ich auch nicht der einzige Kölner, der sich da aufgeregt hat und auch absolut enttäuscht war und gleichzeitig überrascht war über so ein Statement, weil eigentlich man hatte die Conference League erreicht, man war eigentlich total happy als Köln-Fan und dachte, ey cool, auch keine Gerüchte irgendwie um Modest und auf einmal haut er dann da so ein Interview raus mit, es ist ja nur ein Job für mich und wenn ein gutes Angebot kommt, dann muss ich das natürlich annehmen und die Großverdiener oder die natürlich mehr Geld verdienen, die müssen ja eh weg. Also da waren wir schon alle, alle Kölner haben da ja fast den Kaffee nicht mehr im Mund gekriegt, so ungefähr. Ja. Also da waren wir echt sehr, sehr überrascht drüber und als das dann am Ende mit Dortmund dann doch wahrscheinlicher wurde, waren wir einfach absolut enttäuscht von Anthony Modest, weil er uns immer gesagt hat, ich liebe den Verein und hier und hast ihn nicht gesehen und Wappenküsserei und alles. Und da war man halt extremst enttäuscht und da hat man halt schon dann das ein oder andere gesagt über Toni, was man jetzt vielleicht nicht mehr sagen würde. Wie gesagt, klar, er ist 34, er kann bei Köln halt auch nicht mehr 3-4 Jahre spielen. Ja. Das heißt, ich denke eh, dass er bei Köln höchstens noch dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr noch gespielt hätte. Aber trotzdem war man halt extremst enttäuscht über Anthony Modest. Trotzdem muss man auch dazu sagen, kann man auch ihn ein bisschen verstehen. Er nutzt halt jetzt die große Chance, nochmal vielleicht Champions League zu spielen und dann vielleicht doch im DFB-Pokal, wo der FC ja leider schon ausgeschieden ist, vielleicht doch den Pokal noch zu gewinnen, also in dem Fall seine erste Trophäe auch in der Karriere, also von daher kann man das schon verstehen, dass er jetzt vielleicht doch nochmal das große Geld auch verdienen möchte, er verdient ja jetzt bei Dortmund noch 6 Millionen noch dazu, also von daher, bei Köln hat er 3,5 verdient, also von daher, klar, sportlich gesehen ist es vielleicht wirklich eine gute Möglichkeit für Modest, aber er hätte bei Köln einfach der Spieler werden können, er war ja sowieso schon der Spieler, er hätte, man könnte sagen, eine Legende werden können in Köln. Zweimal ist er da, zweimal schafft er es, europäisch zu spielen oder zumindest nicht europäisch zu spielen, sondern den FC zumindest europäisch hinzuführen. Ja. Und wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, als Modest nach China gegangen ist, haben wir ja auch schon das nicht verstehen können. Und dann haben wir aber noch gesagt, okay, komm, er will vielleicht noch groß Geld verdienen, ist dann wiedergekommen, war wirklich in einem katastrophalen Zustand, muss man sagen. Also er war ja wirklich sportlich komplett am Boden. Hat man ja auch dann gemerkt, also in der zweiten Liga war, da war für ihn nicht wirklich viel drin. Dann, als er weiter beim FC war, war er eigentlich auch schon eher wieder auf der Abschlussliste als wirklich Stammspieler bei uns. Also er hatte ja wirklich danach einen richtig, richtig schweren Weg vor sich. Und dann kam Steffen Baumgart und auf einmal hat er ihn wieder so gemacht, wie wir ihn 2016, als er uns 2016 verlassen hat, hat er dann sozusagen zu seiner alten Stärke zurückgefunden und eine gute Saison gespielt und schon verlässt er den FC wieder, als hätte er die ganze Zeit das vergessen, was wir ihm auch wiedergegeben haben. In dem Fall die Geduld, die Spielzeit, die er bekommen hat. Ne? Also war für uns dann halt wirklich mit Anlauf einmal voll über die Backen gezogen, so ungefähr. Ja, kann man vollkommen nachvollziehen. Jetzt müssen wir uns ohne ihn darauf konzentrieren. Die meisten haben ihn auch mittlerweile oder haben jetzt schon wieder verdrängt oder haben halt gesagt, gut, es ist halt nicht mehr da. Jetzt müssen wir uns halt um die Spieler kümmern, die jetzt da sind. Die supporten wir auch. Und es läuft ja trotzdem auch ohne Modest. Ja. Muss man ja wirklich sagen, wenn man das DFB-Pokal aus wegdenkt oder wegschaut,
muss man ja wirklich sagen, ist es eigentlich wirklich ganz gut gelaufen bis jetzt. Ja, und gerade Regensburg, gerade der Saisonstart von Regensburg ist Jahr für Jahr richtig stark. Das ist kein Drama, da mal auszuscheiden in der ersten Runde. Und jetzt hast du ja schon angesprochen, Ersatz habt ihr ja mit Tickets geholt und irgendwie mit Dietz bei euch selber schon gefunden. Also wo habt ihr den hergezogen auf einmal? Ja gut, der war ja des Öfteren auch letzte Saison, als Modest noch da war, immer wieder bei der U21. Dann war er mal wieder in der Mannschaft drin. Aber er hat wirklich nie wirklich so die Chance auch bekommen, sich mal zu zeigen. Und jetzt, wo natürlich dann Modest ja spontan abgesprungen ist, musste Steffen Baumgart ja gegen Schalke irgendeinen Stürmer aus dem Hut zaubern. Steffen Tigges war leider noch nicht fit genug, weil er auch eine langjährige Verletzung hatte, oder was heißt langjährig, aber er war halt schon verletzt, aus Dortmund zu uns gekommen Ja. und hat auch somit nicht die ganze Vorbereitung mitspielen können. Das hat Florian Dietz natürlich gemacht und deswegen hatte sich dann natürlich Steffen Baumgart auch dann für Florian Dietz entschieden. Und ja gut, das war einfach ein sehr, sehr gutes Spiel, was er ja gemacht hatte. Hat zwar noch kein eigenes Tor geschossen, aber trotzdem, seine Performance war wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt gegen Leipzig konnte er ja dann auch sein erstes Bundesligator bejubeln, was mich natürlich tierisch gefreut hat für ihn. Ja. Also auch eine sehr, sehr coole Geschichte, vielleicht auch die gesamte Saison gesehen dann. Was er schon vor der Saison gestartet hat, oder jetzt mit in der Saison gestartet hat, sind eure Hoffnungen auf die Conference League. Jetzt war das Hinspiel am Donnerstag nicht ganz so erfolgreich, 1:2 zu Hause verloren, mit einer roten Karte. Wie hoch siehst du die Chancen am Donnerstag im Rückspiel in Ungarn? Ich sag mal so, ich kannte den Fairwa FC gar nicht. Das ist ja aus Ungarn und ungarische Liga gucke ich jetzt nicht so. Deswegen war das für mich erstmal ein komplett unbekannter Gegner. So, ich habe natürlich dann bei vielen auch geguckt oder auch gehört, was die denn dazu sagen. Und die meisten waren echt, ah, Fairwa FC, das ist, keine Ahnung, bei Deutschland ist das die fünfte Liga oder vierte Liga. Also das ist ganz easy. Und ja, und dann sind wir ins Spiel gegangen und man muss echt sagen, der FC hat das auch sehr, sehr gut gemacht, war auch wirklich die deutlich bessere Mannschaft, sind ja auch dann auch verdientermaßen 1-0 in Führung gegangen. Und dann kam halt diese rote Karte und die hat einfach komplett das ganze Spiel gedreht, ne? Also der FC war danach komplett irgendwie, haben überhaupt nicht mehr den Ball gewonnen, waren nicht mehr gut in den Zweikämpfen. Fairwa FC kam immer mehr zu Chancen. Also es ging tatsächlich komplett, der Spieß wurde komplett umgedreht, kann man so sagen. Und gut, und dann hast du dir halt kurz vor der Halbzeit noch das 2:1 noch eingefangen. Und dann hast du gedacht, gut, vielleicht die zweite Halbzeit, dass die noch besser wird. Aber auch die wurde nicht besser. Und ja, das war dann echt am Ende ein enttäuschendes Ergebnis, weil man eigentlich schon damit gerechnet hat, dass man hier 3 Punkte, oder nicht 3 Punkte, aber den Sieg da holt, ne? Und jetzt im Rückspiel glaube ich allerdings schon, wenn wir zu 11 auch spielen sollten oder zu Ende spielen sollten, dann sollten wir das auch eigentlich gewinnen. Aber trotzdem glaube ich, wird es wieder ein schweres Spiel, weil die natürlich auch jetzt nicht mehr müssen. Das heißt, es Ja, reicht klar. denen einfach, wenn die sich hinten reinstellen. Und davor habe ich ein bisschen Angst, weil der FC kann eigentlich noch nicht so richtig Spielaufbau oder das Spiel, die finden halt nicht die Lösung bei tiefstehenden Gegnern. Und das ist halt das Problem. Ich ahne das, dass der FC, keine Ahnung, 70, 80% Ballbesitz hat, aber den Ball immer nur von der rechten Ecke zur linken Ecke und dann wieder zurück. Und ne, also dass da kein wirklicher Angriff am Ende entsteht. Mal schauen. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir es da packen, weil das wäre dann schon extremst enttäuschend, wenn wir schon in den Playoffs ausscheiden, wenn wir noch nicht mal die Gruppenphase mitgenommen hätten. Gerade auch finanziell wäre Ja, das ein ja, ja. absoluter Totalausfall. Gerade weil wir ja, wie gesagt, im DFB-Pokal schon das Geld nicht mitnehmen konnten. Eigentlich ist der FC zumindest, also finanziell ist der FC auf jeden Fall angewiesen, dass wir die Gruppenphase, dass wir da zumindest einziehen und da auch vielleicht das Weiterkommen, dass wir dann so Achtelfinale, Ja. Viertelfinale vielleicht noch. Also das ist schon auch bei den meisten Köln-Fans, wenn ich die auch so frage, ist das auch schon die Hoffnung, dass wir schon auch da wenigstens ein bisschen was reißen. Ja, ist ja völlig okay. Ich meine, es ist ja in Anführungszeichen nur die Conference League. Ich glaube, ihr bekommt 8 Millionen für den Einzug in die Gruppenphase. Das ist schon ordentlich Kohle. Aber wir als VfBler, das ist unser letzter Pflichtspieleinsatz international gewesen, sind da auch irgendwann mal rausgeflogen in der Quali. Zur Quali zur Euroleague. Das letzte, was wir da gemacht haben, war Ausscheiden gegen HNK Rijeka. Das war auch nicht so der Wahnsinn. Also kennen wir uns da auch aus.
hoffe natürlich, dass ihr Kölner uns da international als Deutschland quasi gut vertreten könnt. Und würde mal so ein bisschen zu eurer Saisonerwartung gehen, weil es ist natürlich schon schwierig jetzt. Ihr seid auch finanziell eingeschränkt, also könnt jetzt nicht so unbedingt so viel Kohle ausgeben, den Kader so viel Spieler noch hinzufügen, so viel verbessern noch. Was erwartet ihr euch? Gerade auch vielleicht mit der möglichen, gut, es ist eine Doppelbelastung, aber ich nehme trotzdem mal das berühmte Wort Dreifachbelastung mit einer europäischen Belastung. Ist es mehr als Abstiegskampf oder mehr als Klassenerhalt? Was erwartet ihr euch? Also jetzt in der Bundesliga meinst du? Ja, genau. Also wir sagen ganz klar, also wir glauben nicht, also auch die FC-Fans allgemein glauben jetzt nicht, dass wir jetzt irgendwie mit dem Abstiegskampf, hoffen natürlich auch, dass wir nicht mit dem Abstiegskampf was zu tun haben werden. Aber es geht klar weiterhin um den Klassenerhalt. Also wir sind jetzt nicht welche, die jetzt sagen, wir wollen jetzt wieder einen europäischen Platz einnehmen. Wie gesagt, wir haben gesagt, gutes Mittelfeld, 11., 12., das ist wunderbar, da würden wir uns schon komplett wohlfühlen mit. Wie gesagt, auch nicht allzu viel Angst haben, dass wir vielleicht doch noch da unten reinrutschen, wenn man mal ein Spiel verliert oder so. Also von daher hoffen wir, wie gesagt, schon, dass wir so auf dem, ist auch, glaube ich, realistisch, dass der FC da so auf dem 10., auf dem 11., 12. Platz Ja. so da ungefähr landen wird. Weil, wie gesagt, ich sehe da tatsächlich andere Mannschaften, die da unten mitspielen werden. Das ist für mich ganz klar der FC Augsburg. Für mich auch weiterhin noch der FC Schalke, klar, als Mitaufsteiger, der VfL Bochum. Also da sind schon noch ein paar Mannschaften persönlich, die ich da unten eher sehe als jetzt den FC tatsächlich. Also ohne, dass ich jetzt FC-Fan bin selber. Aber auch wenn man jetzt so das Fußballerische so guckt, kann ich mir einfach nicht vorstellen, auch mit dem Trainer und allgemein, wie die Mannschaft jetzt auch schon performt hat. Klar, jetzt wenn man das mit dem Färber FC weglässt und auch jetzt sage ich mal Jan Regensburg, gut, da muss man auch dazu sagen, war ja auch das erste wirkliche Pflichtspiel, ne? Da haben sich ja eh auch andere Bundesligisten, wie man ja gesehen hat, auch schwer getan. Also von daher würde ich das jetzt noch nicht überbewerten, aber so wie der FC jetzt zumindest auch die Bundesliga bestritten hat, muss ich echt sagen, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir wirklich was mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ja, ich glaube, ich habe euch eine Saisonprognose von mir auch auf 11 oder 12 tatsächlich getippt. Also ich wäre echt genau auch so dabei. Ich würde sagen, kommen wir zum Schluss zu unserer Prognose zum Spiel. Ich kann sagen, ich bin wieder live vor Ort. Ich hoffe, das wird nicht so ein traumatisches Erlebnis wie letztes Mal, weil letztes Mal war ja Corona-Situation noch, bei euch durfte man spielen, bei uns in Stuttgart durfte man schon gar nicht mehr vor Zuschauern spielen. Ich glaube, 15.000 durften rein, waren irgendwie 500 Auswärtsfans und dann fällt da nach einem langweiligen 0-0 in der 89. das 1-0 durch eine Flanke auf Modest. Stadion ist ausverkauft, habe ich schon gesehen. Von eurer Seite aus gibt es keine Tickets mehr. Unser Auswärtsblock ist auch mehr als voll. Die haben, glaube ich, sogar einen extra Block aufgemacht, diesen O11-Block da oben, der auch schon quasi Ja, ausverkauft ist. der Also, Oberste, genau. genau, Stimmung wird Wahnsinn werden. Ich habe sehr, sehr Bock auf das Spiel. Das wird Bundesliga pur. Und übergebe dir mal zuerst die Prognose, was das Ergebnis angeht. Ja, also wir haben ja wieder eine englische Woche. Wir spielen ja am Donnerstag noch das Rückspiel, was zurzeit wirklich kompletter Fokus ist. Also wir Ja. denken eigentlich noch gar nicht an das Spiel am Sonntag tatsächlich. Also wir sind da komplett in dem Tunnel für das Rückspiel noch, sage ich mal. Aber klar, jetzt spätestens ab nach Donnerstag geht natürlich auch voller Fokus auf den VfB. Und ich persönlich glaube wirklich, dadurch, dass wir auch eine englische Woche haben, glaube ich wirklich, dass es auch eine schwere Partie werden wird. Trotzdem, jetzt wenn man so die Spiele auch guckt, wir hatten jetzt auch zwei wirklich schwere Auswärtsspiele gegen Leipzig und auch gegen Frankfurt. Man muss wirklich sagen, dafür, dass wir zwei Auswärtsspiele hatten, haben wir das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Eigentlich habe ich auch schon jetzt nach dem Spiel gegen Frankfurt gesagt, dadurch, dass wir jetzt zweimal nur unentschieden gespielt haben, müssen wir eigentlich schon gegen Frankfurt, sage ich schon, gegen Stuttgart einen Dreier holen. Könnten wir auch, wie gesagt, sehr, sehr gut vorstellen, dass das auch gelingt, weil wir einfach die Hütte komplett voll haben. Die Fans werden komplett pushen. Und ja, ich glaube, das wird einfach schon klappen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir irgendwie Stuttgart aus dem Stadion schießen mit 3-0 oder so. Sondern ich glaube, dass es weiterhin auch ein spannendes und ein enges Spiel werden wird. Ja, Modest wird ja kein Tor gegen euch schießen. Das ist, glaube ich, Zum Glück. so klar wie, weiß ich nicht. Und ja, aber ich denke mal, dass wir so 1 bis 2-1 gewinnen werden. Also eher 2-1. Weil wir werden garantiert wieder eine Kugel werden wir wieder fangen. Da bin ich fast schon überzeugt von. Aber ich denke mal ein 2-1 für den FC. Ja.
Also bei einer Kugelfang bin ich auch dabei. Ich glaube, gegentorlos gehen wir gerade hinten auch nicht raus. Wenn man sich gerade das Gegentor gegen Freiburg anschaut, das ist einfach zu anfällig gerade, was so einfache Tore auch angeht. Wir sind halt auch so, schon so ein bisschen in Zugzwang. Jetzt nicht so schlimm, weil Köln aus ist ein schweres Auswärtsspiel. Noch schlimmer wird es halt eine Woche drauf. Da spielst du zu Hause gegen Schalke, da musst du halt auf jeden Fall was liefern. Haben wir ja auch noch keinen Sieg geholt. Saisonstart ist für mich immer noch okay. Ist vielleicht ein Punkt zu wenig. Aber eigentlich so 2 Punkte ist okay aus den ersten Spielen. Hat auch mit Bremen ein schweres Auswärtsspiel, was halt noch unglücklich dann doch nur einer wurde statt 3 Punkte am Ende. Und hoffe da wirklich auf diese Stimmung. Ich habe extrem, extrem Bock auf das Auswärtsspiel, auf die Auswärtsstimmung oder auch die Heimstimmung natürlich. Statistisch läuft es bei uns in Köln, bis eben dieser Ausreißer mit dem 1:0 letzte Saison. Ich glaube, das war wirklich das erste Mal, dass wir in Köln verloren haben seit 15 Jahren oder sowas, war letzte Saison. Und ich hoffe mal, dass sich die Statistik einfach da nur einen kurzen Ausreißer geleistet hat und es einfach so weitergeht für uns. Hab letzten 3 Spiele auf Unentschieden getippt, das kann ich nicht nochmal machen, sonst wird es langsam langweilig. Also ich hoffe auch, dass wir wirklich was mitnehmen können in Köln. Hoffe, ohne, also ganz, ganz nur für uns gesehen, nur für den VfB gesehen, hoffe ich auf ein schweres Spiel in Ungarn und Verlängerung und Ja, dass wir dann sozusagen nicht am müde Ende sind, mit dann. den Kräften am Sonntag. Und tippe auch, ich drehe es mal um, tippe auch auf ein enges 2:1 für uns. Also man sieht schon, es wird ein sehr enges Spiel. Ich habe sehr Bock drauf. Das wird ein geiles Traditionsduell mit geiler Stimmung. Hoffentlich gutes Wetter. So sieht es, glaube ich, bisher auch aus für einen Sonntag. Und bedanke mich für bei dir, dass du hier am Start warst. Ja, sehr gerne. Also ich freue mich mega, dass ich wieder mit dabei sein durfte, wieder meine Meinung hier äußern durfte und gerne auch wieder, wenn wir dann bei euch zu Gast sind. Also da können wir gerne auch noch mal so einen Talk machen. Sehr gerne, würde ich sagen. Alle, die noch am Start sind, gerne das kostenlose Abo dalassen bei mir und bei Jan Niklas. Das ist ganz klar, ist auch unten verlinkt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.